In diesem Jahr müssen wir es etwas anders machen mit der Palmweihe. Es gab den Vorschlag, Körbe an den Kirchen aufzustellen oder Palmzweige nach Hause zu bringen. Das alles erscheint uns zu riskant. Deshalb machen wir es in diesem Jahr so. Jeder kann sich selber einen grünen Zweig organisieren. Das muss kein Buchsbaum sein, das kann auch ein Rosmarin, ein Lebensbaum, ein Ilex sein. Der Buchsbaum ist bei uns ja nur der Palmersatz, so wie es im Süddeutschen die Weidenkätzchen sind oder in Italien die Olivenzweige. Um 11 Uhr am Palmsonntag wird der Gottesdienst, den wir übertragen, mit einer Palmweihe beginnen. Jeder kann dann seinen Zweig mit segnen. Aber auch die, die den Gottesdienst nicht schauen können, können einfach in dieser Zeit um 11 ihren Zweig zu Hause mit einem Kreuzzeichen segnen. Außerdem werden auch unsere Priester und Diakone, da wo sie gerade sind, ein Segensgebet in unsere Orte hineinsprechen, sodass wir also alle durch eine große Segensfeier in diesem Moment verbunden sind. Segen kennt ja keine Grenzen. Er wirkt nicht nur ein, zwei Meter, sondern überall dort, wo wir ihn erbitten. In diesem Sinne sind dann die Palmzweige die Siegeszeichen des österlichen Sieges, dass die bösen Mächte nicht das letzte Wort über uns haben, auch nicht jetzt in dieser Situation. Außerdem müssen wir bedenken, dass die Palmzweige ja nicht das Wichtigste am Palmsonntag sind. Der Palmsonntag spielt sich in dir ab. Du bist Jerusalem, in das Jesus einzieht. Wir laden ihn ein, in unser Leben zu kommen, gerade in das, was in uns unheil ist. Und dort wird er sein österliches Wirken beginnen und uns mitnehmen durch das Dunkel in sein österliches Licht.